Hallo und willkommen zurück bei SnowRunner. Wir haben gerade hier die Tanzteile eingeladen. Jetzt gucken wir, dass wir nochmal zu den Holzplanken. Warte mal, wir machen uns mal eine. Wir machen mal Motor abstellen und mal auf Handbremse. Wir machen uns mal schnell wieder einen Weg. Wie kommen wir am schnellsten zu den Holzplanken? Hier die Strecke, hier die Strecke. Dann hier durch. Bzzzt. Tag hier vorbei, einladen und dann zu ihm bringen da oben. Okay, dann machen wir. Hier, zack, zack, zack. Wieder hier rein, genau. Zack, 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 zack. Hallo. Warum will er denn manche Dinge nicht setzen? Das raff ich nicht. Ich raff's nicht. Ich raff's halt einfach nicht. So, Es wird auch lustig mit dem Hänger darum. Also ich kenne die Strecke, das wird lustig. Sägewerk sind. Mal einladen. Wieder raus hier. Und dann müssen wir. Hier rüber, vorausgesetzt, wir schaffen das überhaupt. So. Bin ich gespannt, ob wir das schaffen, du. Poh. Vor allem ist das eine mega Strecke jetzt wieder. Country Road. Ah, da kommt ja wieder die Musik. Da, 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 da. Wow, 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 jetzt wo er leer ist, dann springt er wieder mehr hier rum. Müssen wir aufpassen. Dürfen wir nicht so schnell fahren. Aber ich habe leider kein Tacho. Ich weiß nicht, wie schnell ich dann immer fahre. Das ist das Problem. Ich meine, so ein LKW, der ist dann auch ruckzuck auf 80, ne? Wobei auf dem Ladebildschirm als Tipp stand, dass die das Reifen für LKWs bei 120 schlapp machen. Fand ich cool, fand ich cool. 120 im LKW? Mm. Da wird es aber auch ganz anders. Dann haben wir den, das Haus des Bootsmannes, dann haben wir den auch noch glücklich gemacht. Ja, es wird, es wird, es wird. Langsam aber sicher haben wir hier. Na komm, auf Hoppchen. Hopp, hüpft da hoch jetzt. Ja, aber das ist halt nur ein Teil, ne? Wir haben ja dann noch drei andere Teile hier in Michigan. Nur noch drei andere Abschnitte. Wir waren noch nicht in Alaska und wir haben den dritten Abschnitt, dieses dritte Ding auf dem Kontinent noch gar nicht. Ne? Noch gar nicht. Erforscht, gesehen, ergründet, bereist, gar nichts. Also ich glaube, wir werden hier sehr, sehr, sehr lange unsere Freude dran haben.
Aber ich gucke echt mal, dass wir jetzt in den nächsten ein oder zwei Folgen, dass wir danach Alaska gehen. Das wollen wir was anderes sehen, oder? Nicht immer hier nur grün und Schlamm und Scheißdreck da, den Schmotter hier. Sondern richtig mal Schnee und Eis. Na? Bin ich immer gespannt, wie sich da der LKW fällt. Auf. Weil es hieß ja eigentlich, wenn du dir das nicht zutraust, dann geh wieder nach Michigan. Also das ist, du bist, wir sind ja am Anfang, sind wir nach Alaska gereist. Und da hieß es ja dann, wenn wir uns das nicht zutrauen, können wir uns auch erst in Michigan ein bisschen austoben. Und ja, das haben wir gemacht. Mir geht gerade ein bisschen die Düse. Was habe ich denn hier für einen Weg rausgesucht? Bin eben beinahe schon wieder stecken geblieben. Gott sei Dank hatte ich die Winde dabei. Mach mal hier Lastgang und Differentialsperre und das ist zwar dann alles hier ein bisschen langsamer, aber dafür sicherer. Was hab ich mir denn hier für eine Strecke rausgesucht? War ich ja von guten, allen guten Geistern verlassen oder was? Junge, 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 Junge. Ich habe Angst, in Automatik zu gehen. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh. Beinahe. Beinahe. Boah. Jetzt stellt euch vor, ich wäre im Automatik gewesen. Ey, wir wären hier rumgesprungen wie sonst was. Und dann wäre die Ladung garantiert weg gewesen. Und hier in dem Dickicht. Pff, da hätte ich die liegen gelassen, da hätte ich verschimmeln können. Komm, schön langsam. Ja, schaffen wir, schaffen wir. Ey, das ist aber auch eine Strecke hier. Ich glaube, jetzt können wir hier doch schon wieder Normalautomatik machen, oder? Das müsst ihr hier doch schaffen. Quäle ich mich jetzt hier echt durch Sumpf und Morast und so her? Das ist ja. Ich weiß, wo wir sind. Da oben müssen wir hängen. Hier links neben dem blauen Punkt stand der Hänger, den Sprithänger, den wir holen und liefern mussten. Ja, geradeaus da hoch und da ist dann, glaube ich, auch eine Tankstelle, wo wir nochmal halten können vielleicht. Oder nee, ach Quatsch, nee, kommt da gar nicht. Da ist ja dann gleich der Übergang über die Holzbrücke, die wir gebaut haben. Ja. Und das, da wo wir jetzt langfahren und nach links, das ist so die Zeitstrecke, die wir auch, die Essenslieferung, was da auf Zeit geht. Dieser kleine Wettkampf, den wir auch noch machen. Aber alles zu seiner Zeit. Komm, auf, hoch damit. Du bist hier schon so oft lang gefahren. Ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist.
So, seht ihr, könnt euch erinnern, die Brücke haben wir repariert. Genau, jetzt fahren wir nicht hier rechts hier zur Ölbohrung, sondern wir fahren links, sofern wir das können. Müssten wir eigentlich, weil ich habe von der Seite Holz geliefert. So, und seht ihr da links das Autowrack? Links ist ein Autowrack, das sieht man ja ganz deutlich. Da war das Upgrade für die Federung für diesen LKW, dass ich einen höheren Federweg bekomme. Ja. Und ich bin halt von hier gekommen, wollte die Brücke da, die Holzbrücke reparieren, bin von hier gekommen, vom Sägewerk und dann an dem Wrack. Ach, was denn da? Ein Upgrade? Oh, da gucken wir mal, was es ist. Und da war das echt das Upgrade hier für diesen Truck, dass der höhere Federn bekommt. Da habe ich mich natürlich ein klein wenig gefreut, nicht wahr? Verständlicherweise. So, jetzt fahren wir hier runter. Wir fahren mal geradeaus. Der Ladeplatz ist nämlich auf der abgewandten Seite von dem Gebäude. Dann hauen wir uns da noch zwei Holzplanken drauf. Fehler. Ich dachte, ich könnte hier drehen. Ups, naja, gut, dann halt so rum. Ich dachte, ich könnte hier durchfahren und drehen. Was ich auch gekonnt hätte, wenn der Hänger nicht da gewesen wäre, ne? Anhänger, nächstes auf dem Truck. Zwar, zack, zweimal und 113 Liter. Sollten wir tanken fahren? Meine, das ist noch ein ganz schönes Stück zu dem und wir müssen da durch Matsch und Knatsch und Gedöns. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nochmal tanken fahren. Ey, ist sicher, ist sicher. Wenn wir 20 Meter davor stehen bleiben, weil der Tank leer ist, dann beißen wir uns in den Arsch. Wie souverän der LKW hier hochfährt, wenn der leer ist und keinen Anhänger dran hat. Das ist echt. Also zumindest der Hänger macht hier die, ne? Der Hänger ist das Schlimme hier. Weil ich bin hier schon hochgefahren mit Holz beladen und das war nicht das Problem. Es war null Problemo war das. Aber jetzt mit Hänger ist schon krass. Und nur noch 105 Liter. Ja, wir fahren tanken, ey. Sicher. Und ja, ich glaube, dann haben wir auch erstmal alles, was wir hier machen könnten, zumindest aufgrund der Fahrzeugbeschränkungen, die wir haben. Ja, wir können das alles nicht so, das hatten wir ja in der letzten Folge geguckt, alles, was so versunken ist, kann ich nicht rausziehen, habe ich nicht das entsprechende Vehikel dafür oder halt auch die Reifen. Ja, können wir in den nächsten Abschnitt gehen. Und da weitermachen.
Ach, endlich wieder Straße. So, jetzt fahren wir erstmal links. Noch nicht. Die nächste links. Tanken. Und dann fahren wir wieder retour. Es wird schon wieder dunkel, es wird schon wieder dunkel. Also entweder brauche ich mit meinen Lieferungen zu lange oder es wird einfach zu schnell dunkel. Ich würde sagen, ersteres. Ach, jetzt fühle ich mich irgendwie so safe mit 240 Liter. Richtig safe, nicht so mit 80 darum. 80 Liter, die sind, guckt mal, schon wieder 1 Liter. Ich bin hier 30 Meter gefahren, ist 1 Liter weg. Da vorne 200 Meter ist unsere Markierung. Bin eh gespannt, ob ich überhaupt hinkomme. Weil wir müssen dadurch Wasser und Sumpf und Gedöns. Ich, boah, keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ey, Hänger, hör auf rumzuhüpfen. Was ist los mit dir? So, Allradantrieb schon mal ranmachen. Und natürlich im Dunkeln, ne? Ja, gar nicht sehe, wo ich hinfahre. Komm, mein Schatzi, schaffst du? Ja, ich sehe nicht, wie die Reifen stehen. Das ist Kacke. Wir bewegen uns, eh? Wir bewegen uns. Ja, komm. Komm, ja, komm. Schaffst du, du schaffst es, du schaffst es. Komm, zieh dich da raus. Auf, los. Ja, komm, 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 wir sind da hier gleich draußen. Wir sind hier gleich draußen. Komm, 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 komm. Auf, los! Zieh! Aber das war nur der erste Abschnitt.
Oh, wir sind schon am Folgenende angelangt. Ja. Aber das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Komm, Schätzi. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Boah. Gerade so. Da waren auch keine Bäume. Da war ja nichts. Die zwei komischen Strohhalme, die da standen, die habe ich mir ja weggezogen. Also so lieb ich ihn hab, mein LKW, aber ich glaube, der muss... Über kurz oder lang muss der aussortiert werden. Aber ich lasse ihn in der Garage stehen. Er hat so viel treue Dienste geleistet. Der wird nicht